auf unserer Sendung heute Abend, die Probleme mit Oktoberfest. Während heute ist Tag 1 von Oktoberfest, gibt es nur Sorgen über die Gesundheit der Menschen. Oktoberfest gesehen. Sehen Sie, welche Ereignisse sind alt und welche Ereignisse sind neu. Und die Geschichte über Oktoberfest. Nachrichtenkorrespondent Amelia Heiter spricht mit Professor Schnurrbart in einem Interview über die Geschichte, Sicherheit und Traditionen von Oktoberfest. München News um 5 Uhr beginnt jetzt. Liebe aus München, dieser ist München News um 5 Uhr mit Hans Gruber. Guten Abend. Mit dem ersten Tag des Oktoberfests bereits in Ganja gibt es neue Sorgen über die Gesundheit der Menschen. Schon die ersten Bierlächen behandelt wurden, Trash hat begonnen aufzubauen und viele Lärmbeschwerden verrückt wurden. Wir gehen jetzt zu Live-Reporterin Annika Meyer, die mehr auf die Details hat. Annika? Danke, Hans Gruber. Ich bin hier. Lebe in München. Es ist der erste Tag des Oktoberfest und heute gibt es buchstäblich Tausende von Menschen hier. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist Oktoberfest der weltgrößte Messe jährlich in München, Bayern, Deutschland gehalten. Es ist ein 16-Tage-Festival, die Ende September beginnt und bis zum ersten Wochenende im Oktober. Mehr als 6 Millionen Menschen aus aller Welt besuchen jedes Jahr diese Veranstaltung. Wow, das ist viele Leute. Wie ist die Party? Ist jeder genießen es? Die Leute lieben das Festival, aber jedes Jahr gibt es das Problem der jungen Menschen, überschätzen ihre Fähigkeit zu trinken und ohnmächtig. Dies ist teilweise aufgrund der höheren Alkoholgehalt des Oktober. Oktoberfestbier ist Alkohol 6%, während regelmäßig Bier ist 4% Alkohol. Aus diesem Grund gibt es eine allgemeine von der Bayerischen Außenstelle des Deutschen Roten Kreuzes, die medizinische Behandlung erarbeitet als Hilfeanlage und bietet medizinische Notfallversorgung auf dem Festivalgelände. Rund 100 Sanitäter und Ärzte freiwillig jeden Tag. Wie Sie sehen können, ist nicht ganz Oktoberfest Spiel und Spaß. Es hat seine Probleme. Es gibt in der unglaublich Menge und Müll auf dem Festival produziert. Etwa 1000 Tonnen Müll wird auf dem Oktoberfest jedes Jahr produziert. Die Berge von Müll erstellt werden abtransportiert und die Wege nach unten jeden Morgen gewaschen. Diese Müllabfuhr wird durch die Stadt München und von den Sponsoren bezahlt. Oktoberfest. Es muss während dieser Zeit des Jahres sehr laut in München so bekommen. Ja, das tut es. Es gibt Tausende von Menschen sprechen auf einmal. So ist es manchmal schwer zu hören. Wie auch immer, das ist alles für heute in das Oktoberfest. Nun zurück zu Hans im Sendestudio. Vielen Dank, Annika. In anderen Nachrichten, München hat viele Gesehen für Oktoberfest geplant. Es gibt viele Spiele, Fahrten, Musik, Essen und Getränke für Menschen aller Altersgruppen zu genießen. Hier ist Kurt Gottfried mit einem Überblick über alle Ereignisse, die Sie erwarten können. Danke, Hans. Oktoberfest in diesem Jahr werden die üblichen Fähigkeiten haben. Karussells, das Riesenland und die Achterbahn sind alle in Betrieb. Verschiedene Bands haben bereits angefangen zu spielen und das Publikum ist sehr gut. Aber sonst Fußball. Bayern hat gehabt ein wichtiges Spiel heute gegen Hannover in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Bayern ihr neues Oktoberfest-Stelle-Welttrikot, obwohl dies ein Heimspiel.
Nach Thomas Müller hat ein frühes Tor für den FC Bayern, schießt Pizarro diese schöne Header, um es zu verdoppeln. Aber kurz bevor der Halbzeit, Jakonan schießt dieser unglaublich Volley Hannover am zweiten wieder zurück ins Spiel zu bringen. Aber Thomas Müller verzweifelt Berührung auf der Freistoß von Ribéry Schloss die Sieg für Bayern in der 64. Minute. Ribéry später schoss ein Tor um das Endergebnis 4-1. Das nächste Spiel für die Bayern gegen Augsburg. Waren die Einheimischen vielen dieser Sieg, sind die Touristen hier auf dem Oktoberfest besorgt mit den Feierlichkeiten auf den Wiesen. Die vielen Fahrgeschäfte werden aufgebaut und Kinder in Elwaschszene genießen der Festlichkeiten. Der berühmte Olympia Looping Achterbahn, die größte Portable Achterbahn in der Welt, wurde rekonstruiert. Die Ingenieure versichten mir, dass es kein Problem mit ihm in diesem Jahr. Wir wollen nicht noch mehr Reiten bekommen auf eine Schleife stecken, wie sie haben im 2008 gehabt. Viele der Besucher werden in die vielen Zelte, die eingerichtet werden, direkten und Probenahmen die vielen Bier und Wurst, die für sie da sind. Ein kleines Zelt, das zur Bratwurst, ist eigentlich ein zweistöckiges Gebäude. Sie spezialisieren sich auf Rostbratwürstel, Bratwürste, die über einem Feuer gegrillt sind. Sie haben Live-Musik, spezielle Mahlzeiten für Kinder und große Bier. An sehr große Zelte wie das Hippodrom sind vor allem für diejenigen, die sich zu betrinken und fehlen sind. Die Armbrüchen ist eine andere der großen Zelte, die einen Armbrustwettbewerb jedes Jahr bietet und hat seit 1895. Ihre Spezialität ist auch Händel, Schweinbraten, zusammen mit dem überhaupt berühmten Würstel. In den Bierzelten haben wir Musiker schon angefangen zu spielen traditionelle deutsche Volkmusik und werden ruhig genug, die Umwelt mehr gastfreundlich zu jüngeren Besuchern zu machen. Nach 6 Uhr, wenn das Festival ist erlaubt, Laute zu bekommen, viele Musiker spielen moderne Hits neben bekannten deutschen Lieder für sie Partygäste betrunken, um zu singen und zu tanzen beginnen. Zurück zu Ihnen, Hans. Vielen Dank, Kurt. Es wurden mehr als 200 Oktoberfestvereine. In dieser Zeit haben sich viele Dinge geändert. Vor dem Verlust von Pferdrennen im Jahr 1960 zu einem Angriff im Jahr 1980, viele Menschen fragen sich, ob Oktoberfest ist so groß geworden. In einem Interview mit Professor Schnurrbart, Nachrichtenkorrespondent Amelie Heiter, einige interessante Fakten über Oktoberfest gefunden. Hallo, ich heiße Amelie Heiter und willkommen zu unserem besonderen Gast heute, Professor Schnurrbart. Er ist ein Experte in der Oktoberfestgeschichte. Bevor wir auf die Probleme mit Oktoberfest zu bekommen, denke ich, sollten wir etwas Geschichte über das erste Oktoberfest zu hören. Wann war das erste Oktoberfest? Das erste Oktoberfest fand am 12. Oktober 1810. Sie waren ein Fest für das Kronprinzen-Hochzeit mit Prinzessin Therese. Die Münchner kamen, um mit der Königsfamilie zu feiern. Das ist richtig, der Name des Feldes ist nach Prinzessin Therese? Exakt, es ist nach ihr bekannt. Fairen Wiese, aber Menschen aus München nur sagen Wiesen. Wie hat sich das Festival wieder eine andere Jahr gehen? Bei der Feier die königliche Familie gefahren Pferde und dann bei der nächsten Jahre haben sie es ein anderes Mal. Es hat auch eine Parade, aber nicht mehr. Die letzte Pferderennen wurde im Jahr 1960 gewesen. Wann haben Oktoberfest global geworden? Oktoberfest wurde ein globales Festival im Jahr 1960. Hat es jemals nicht passiert ist? Oktoberfest wurde nur 24 Mal seit 200 Jahren abgebrochen durch Krieg und Krank. Jetzt werden wir über Sicherheit sprechen. Professor Schnurrbart, was sind einige Sicherheitsprobleme?
Am 26. September 1918 wurden 13 Menschen getötet und über 1200 wurden verletzt, als eine Rohrbombe in Badzimmer explodierte. Es gibt keine Probleme mit Sicherheit mehr. Ist Sicherheit wichtig? Jetzt gibt es 100 freiwillige Ärzte. Es gibt Polizei, Feuerwehr und vieles mehr. Sicherheit ist viel wichtiger. Gibt es einen Platz für 5 Kinder, 5 Sachen und Betrunkene? Gibt es neue Gesetze? Im Jahr 2011 begann ein Rauchverbot für die Sicherheit. Auch im Jahr 2005, sie sagten bis 6 Uhr abends, sie sollten nur leise Musik spielen. Das hat super interessant gewesen. Welche Arten von Musik sind auf dem Oktoberfest gespielt? Viele verschiedene Arten von Musik sind auf dem Oktoberfest gespielt. Bis 6 Uhr abends wird traditionell Deutschmusik gespielt. Dies beinhaltet Folkbands. Lisa Musik wurde 6 Uhr abends gespielt. Zum Beispiel traditionelle Blasmusik. Was kann geschieht nach 6 Uhr abends? Nach 6 Uhr abends die Musik ist lauter. Viele berühmte Bands und Musiker performen. Haben andere Länder feiern Oktoberfest? Ja, es gibt Oktoberfestvereine auf der ganzen Welt, einschließlich Brasilien, Kanada und Indien. Wollen Sie zu Oktoberfest heute Abend gehen? Natürlich, ich gehe jedes Jahr. Ich werde viel Spaß haben heute Abend. Wollen Sie zu Oktoberfest heute Abend gehen? Alle Leute aus der Nachrichtensender werden sein und ich? Was sind Ihre Lieblingshallen für Essen und Trinken? Ich mag das Hippodrom und das Jungstift, aber sonst muss ich gehen um das Schottenhammel, weil das ist, wo das Bier sonst befreit. Vielen Dank für das Treffen mit mir heute Abend. Danke, Frau Heiter. Wie interessant. Wenn wir zurückkommen aus dieser Werbepause, wir werden mehr Informationen über Oktoberfest haben mit einem interessanten Bericht über Faraday Cages.